Oberstaatsanwalt Kasperleinen. Guten Tag. Köhler, wir haben telefoniert. Das ist Oberstaatsanwalt Reimersch. Herr Oberstaatsanwalt. Tag. Leinen, guten Tag. Ja, der Beschuldigte heißt Fabrizio Collini, 1934 in Montecatini bei Pisa geboren, italienischer Staatsbürger. Spricht einigermaßen verständlich Deutsch, lebt seit über 30 Jahren im Raum Stuttgart, ist nicht verheiratet. Er wird beschuldigt, Jean-Baptiste Meyer in der Präsidentensuite des Hotels Circle mit 3 Schüssen in den Kopf getötet zu haben. Gut. Wollen Sie zuvor mit Ihrem Mandanten sprechen, Herr Rechtsanwalt? Natürlich. Ja, bitte. Warten Sie. Würden wir? Bis gleich. Ich will meine Pflicht wieder loswerden. Ich bin in dieser Familie groß geworden. Hans Meyer war sowas wie ein Vater für mich. Das wusste ich nicht. Ausgezeichnet formuliert. Ich nehme an, das ist Ihr erster Schwurgerichtsfall. Wissen Sie, beim nächsten Verfahren erinnert Sie der Mord vielleicht an ein tragisches Erlebnis aus Ihrer Kindheit. Dann gefällt Ihnen die Nase Ihres Mandanten nicht, oder Sie halten die Drogen, mit denen er handelt, für das größte Übel der Menschheit. Glauben Sie, dass persönliche Befindlichkeiten etwas im Gerichtssaal zu suchen haben? Nein. Sie wollen Verteidiger sein. Also verhalten Sie sich wie einer. Sie werden vermutlich wegen Mordes angeklagt. Sie könnten lebenslänglich bekommen. Wenn eine Tat emotional nachvollziehbar ist, dann kann das die Strafe mildern. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Geschäft und ein Junge klaut Ihnen einen Apfel. Dann sind Sie sauer. Aber wenn der Junge Ihnen erklärt, dass er seit 2 Tagen nichts gegessen hat, dann sind Sie nicht mehr so sauer. Verstehen Sie? Warum haben Sie es getan? Was du neu? Johanna? Du musst was essen. Du hast es dir nicht gesagt, oder? Sonst hättest du den Teller im Gesicht gehabt, nicht auf dem Tisch. Jetzt müsste ich auch einem Serienmörder das Leben retten. Meinst du, das könnte vielleicht mit der MMF zu tun haben? Wen könnte ich denn mal fragen? Soll ich dir jetzt auch noch helfen? Vielleicht gibt es eine Verbindung zu organisierter Kriminalität. Hat Hans vielleicht mal über Erpressungsversuche gesprochen? Er hätte niemals rechtliche Grauzonen betreten. Und das weißt du ganz genau. Nicht mal Insidergeschäfte. Irgendeine mögliche Querverbindung. Fabrizio Collini mit ungehemmter Brutalität und in voller Tötungsabsicht gegen das Opfer vorgegangen ist. Gleichwohl wissen wir nichts über das Motiv des Angeklagten, wissen noch zu wenig darüber,
ob der Täter die Tat wirklich allein geplant und ausgeführt hat. In diesem Verfahren ist jedoch nur Fabrizio Collini angeklagt. Und es steht für mich außer Frage, dass Sie uns folgen werden. Wenn wir auf Mord plädieren und für den Angeklagten die Höchststrafe fordern werden. Herr Verteidiger, möchte sich Ihr Mandant äußern? Herr Verteidiger? Ja. Ob Ihr Mandant sich äußern will? Mein Mandant möchte sich nicht... Sprechen Sie bitte in das Mikrofon vor sich. Mein Mandant möchte sich nicht äußern. Der Teufel kommt zum Anwalt. Was kann ich für Sie tun? Ich bin der Teufel. Nun, das sehe ich. Also, was kann ich für Sie tun? Hör zu, sagt der Teufel. Du wirst der größte Anwalt aller Zeiten. Du wirst jeden Fall gewinnen. Dafür gibst du mir deine Seele. Du gibst mir die Seele deiner Kinder, deiner Eltern und deiner 5 besten Freunde. Der Anwalt schaut zur Decke, denkt kurz nach, beugt sich wieder vor und sagt, gut, aber wo ist der Haken? Lassen Sie es, mein Junge. Ihre neuen Erkenntnisse, Ihren Trumpf im Ärmel, lassen Sie ihn stecken. Rechtsanwalt Leinen wird Fabrizio Collini als Pflichtverteidiger beigeordnet. Haben Sie bei der Polizei schon ausgesagt? Wie lange sind Sie jetzt Rechtsanwalt? Seit knapp 3 Monaten. Du hast einen großen Auftritt vor dir. Mit 2 Treibmann. Immerhin hat er Hans Meyer umgebracht. Was? Mattinger, ich pflege mich ganz gerne nach der Gegenseite zu erkundigen. Ich bin in dieser Familie groß geworden. Hans Meyer war sowas wie ein Vater für mich. Ich verteidige den Mörder von Hans. Du bist doch einer von uns. Du kannst so jemanden nicht verteidigen. Ich habe die Pflichtverteidigung angenommen. So einfach komme ich da nicht mehr raus. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Bringen Sie Collini dazu, dass er gesteht. Herr Collini, warum sagen Sie mir nicht einfach, was passiert ist? Wussten Sie überhaupt, wer er war? Ich weiß, wer er war. Ihre neuen Erkenntnisse, Ihren Trumpf im Ärmel. Lassen Sie es, mein Junge. Sie haben Angst, dass ich die Rolle nicht einnehme, die Sie für mich vorgesehen haben. Ich bringe das morgen vor Gericht. Tu es nicht. Wollen Sie gleich in Ihrem ersten Prozess alle Regeln außer Kraft setzen? Hat er dir geraten, wieder was mit mir anzufangen? Es war damals eine andere Zeit. War es gerecht?